Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Technik und Medizinphysik, den RÖFO-Podcast. Exposition der Augenlinse des Untersuchers und Effizienz der Strahlenschutzmittel bei fluoroskopischen Interventionen. Geitzer und Mitarbeiter untersuchten die Effizienz der Strahlenschutzmittel bezüglich der Augenlinsendosis des Untersuchers bei fluoroskopischen Interventionen. Interventionelle radiologische Verfahren sind klinisch etabliert und verzeichnen seit Jahren steigende Untersuchungszahlen. Das medizinische Personal, besonders der primäre Untersucher, ist während des Eingriffs durch die erforderliche Nähe zum Patienten der Streustrahlung ausgesetzt. Neue Erkenntnisse bezüglich einer strahlungsbedingten Induktion von Trübungen der Augenlinse bis hin zur Kataraktentstehung rücken die Augenlinse des Untersuchers als Risikoorgan stärker in den Fokus der Diskussion. Die Verwendung geeigneter Strahlenschutzmaßnahmen ist also obligat. Die Autoren evaluierten daher die Effizienz der geräteseitigen Strahlenschutzeinrichtungen und der personenbezogenen Strahlenschutzausrüstung anhand von Phantommessungen, sodass eine Abschätzung der Strahlenexposition der Augenlinse des primären Untersuchers bei ausgewählten fluoroskopischen Interventionen gegeben werden kann. Methodisch wurde daher ein Patientenphantom an einer Angiographieeinheit exponiert. Dosismessungen erfolgten mittels Ionisationskammer in Augenposition des Untersuchers. Die Messungen imitierten fluoroskopische Interventionen, wobei die Reduktion der Streustrahlung durch den tischmontierten Strahlenschutz in Form von Untertischvorhang und Übertischaufsatz beurteilt wurde. Die Effizienz der deckenmontierten Bleiacrylglasscheibe wurde im Streustrahlungsfeld eines Quaderphantoms bestimmt. Die Schutzwirkung verschiedener Bleiglasbrillen und Bleiacrylglasvisiere wurde durch Thermolumineszenzdosimetrie an einem Kopfphantom in Direktstrahlung evaluiert. Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass die Exposition der Linse bei radiologischen Untersuchungen von ca. 110 bis 550 Millisievert durch den Untertischvorhang nur gering reduziert wird. Durch Vorhang plus Aufsatz kann die Linsendosis bei Interventionen am Abdomen etwa um den Faktor 2 reduziert werden. In 25 Grad LAO-Perspektive ergibt sich ein Reduktionsfaktor zwischen 1,2 und 5. Die Anterior-Posterior-Projektion ergibt die höchsten Dosiswerte, auch ist die Wirkung des tischmontierten Strahlenschutzes minimal. Die deckenmontierte Bleiacrylglasscheibe reduziert die Linsendosis bei optimaler Positionierung etwa um den Faktor 30. Die Bleiglasbrillen und Bleiglasvisiere reduzieren die Linsendosis maximal um den Faktor 8 bis 10. Je nach Design der untersuchten Modelle ist die Schutzwirkung geringer, insbesondere für Strahlungen am Kopfphantom aus laterokaudaler Richtung. Teils werden sogar Erhöhungen der Linsendosis durch die Visiere beobachtet. Fazit: Die Exposition der Augenlinse kann bei konsequenter Anwendung der Strahlenschutzmittel auch unterhalb der neuen Grenzwerte der ICRP gehalten werden.